Maurice Trapp bei mir jetzt nach dem 3:0 hier gegen den FSV Zwickau. Maurice, du siehst total nass aus, aber total glücklich. Woran los? Wo liegt heute? Tja, ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute mal 2 Tore gemacht habe. Und wir haben es ja schon öfter angesprochen, ich glaube, so René und ich. Freistöße trainieren wir oft und heute hat es mal geklappt. Als Innenverteidiger 2 Tore ist nicht so häufig. Was ging dir bei dem Freistoß durch den Kopf? Ich meine, du trainierst es immer, die Dinger sitzen auch immer. Was hat da Ausschlag gegeben, dass du ihn machst? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte schon ein Tor, habe mich gut gefühlt. Und Zitat, ich meine zu Alva, lass mich den reinmachen, dann kriege ich von FIFA eine schwarze Karte. Deswegen hoffe ich, dass sie jetzt kommt. Bitte, FIFA gibt ihm seine schwarze Karte. Habe ich gerade gesagt. Genau, also ja, mal schauen, 2 Tore. Ich hoffe natürlich, dass FIFA das vielleicht berücksichtigt und ich auch so eine schöne schwarze Karte bekomme wie der Nils. Toi, toi, toi dafür. Der Appell war ja da. Nochmal kurz zur Partie. Das ist ja durchaus echt ruppig gestartet. Was hattet ihr euch vorgenommen, auch nach der Karlsruhe-Niederlage letzte Woche? Ja, was haben wir uns vorgenommen? Ich glaube, das Spiel in Karlsruhe war auch nicht so schlecht, also von der Art und Weise. Deswegen wollten wir es genauso wieder angehen. Natürlich wissen wir, dass wir zu Hause mehr Power entfachen können, wollten bessere Chancen nach vorne rausspielen. Die Null wollten wir auch natürlich heute hinten wieder halten, haben wir auch geschafft. Die Tore kamen, glaube ich, zum guten Zeitpunkt alle und es war, glaube ich, ein verdienter Sieg. Ich weiß nicht, ob Zwickau eine richtige Torchance hatte. Sind meistens über Standards oder Flanken gefährlich, aber es hatten wir alles ganz gut im Griff heute. Guter Start in die englische Woche. Dienstag geht schon weiter, Fortuna Köln. Ist es vielleicht ganz gut, dass man den Schwung jetzt auch mitnehmen kann? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Wie gesagt, Karlsruhe Niederlage, jetzt zu Hause haben wir gewonnen. Jetzt fahren wir, Dienstag ist das Spiel schon nach Köln, wollen den Schwung mitnehmen, da wieder ein gutes Auswärtsspiel nehmen und hoffentlich auch 3 Punkte mitnehmen. Ne? Alles klar, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und toi, 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 schwarze Karte, ne? Yeah. Bis dann. So.